Ich habe was Neues kennengelernt. Du verarschst ihn total. Das ist ganz schlimm. Ja, okay. Quatsch. Tag 2 unserer kleinen idyllischen Reise durch Thüringen, an der Franconia und Hessen. Hessen ist da, also da unten ist genau die Grenze. Da haben wir noch so einen Wehrturm. Ist das ein Wehrturm? Nein, die haben nur aufgepasst, dass die Leute nicht wegrennen. Ja. Das ist ein Ankerturm dann quasi, ne? Ja, war echt cool da oben, ne? Ich habe was Neues kennengelernt. Da muss ich mich jetzt bedanken bei der Jutta Kelm aus Oldenburg. Ich habe daneben geschlafen und es hat die ganze Nacht Musik gemacht, dieses Scheißding. Eigentlich wollte ich die. Eigentlich, ne? Aber bestimmt kurz einmal, ne? Wollte ich sie durchschneiden, aber ja, ich habe sie ertragen. Ich habe die Tasche dann reingeklemmt, dann war es leiser. Unser Müll nehmen wir mit, weil wir anständige Leute sind. Wir fahren jetzt da lang und hoffen, dass es da was zu essen gibt. Und wenn nicht, fahren wir dann da lang oder da lang und schauen, wo es was zu essen gibt. Nächstes Ziel ist Point Alpha. Da wollen wir uns das mal anschauen, weil es soll ja eine Geschichte sein. Aber vergesst nicht, wir sind mitten in Deutschland. Ne? Und man kann so einen geilen Urlaub haben. Das ist genial. Wir sind hier mitten in Deutschland. Wir sind hier an alten Bunkern und an alten Stollen der Wehrmacht. Unter uns ist ein fetter Bunker und hier sieht man die Abrisskante. Hier ging es bis darüber, da war ein Eingang, da konnte man mit dem Zug in den Stollen reinfahren. Laut Erzählungen sind da auch noch zwei Flugzeuge versteckt, die damals die NS, also die Nationalsozialisten, für den Krieg entwickelt haben, die es aber noch nicht wirklich gibt oder die nicht bekannt sind. Aber das ist jetzt alles dahingestellt. Ich habe keine Ahnung davon. Wir sind da jetzt wie die Mutter zum Kind komme und schlitten dann da rum und gucken uns das an. Ja, es ist schon atemberaubend und gleichzeitig auch erschreckend, was damals alles gebaut worden ist. Was die alles
geschafft haben und wie sie mit den Menschen umgegangen sind. Wir kommen später auch an ein Denkmal für die Kriegsgefangenen und für die Juden vorbei. Das ist Geschichte, wir können es nicht wegretuschieren. Irre, ne, da oben, oder? Irre. Schweiß läuft. Ja. Wie viel Grad hatten wir vorhin? 41. 41 Grad. Hallo, wir sind hier auf der Mühlenburg in Thüringen. Das wird die Location für die Nacht. Wir schlafen außerhalb der Mauer, da da vorne ein Tor ist und wir wissen nicht, wann der zuschließt. Total geiler Tag heute. Wie habt ihr es, was sag ich, ihr habt heute ein engeres Erlebnis gehabt, der Kameramann? War ein bisschen ein unglücklicher Moment. Wir sind durch ein wirklich geiles Tal gefahren. Da haben wir uns sowieso verabredet mit jemandem. Ich habe die ganze Zeit links und rechts geguckt, super gefilmt, GoPro. Und immer wieder einen Blick nach vorne, wieder nach hinten. Und just in dem Moment, die zwei, was wir treffen wollten, haben die Straße überquert. Manuel ist natürlich in die Eisen, Kollege Jan auch. Und bis ich mich umgedreht habe, jo, habe ich halt eingelocht bei Jan. Mein Gott! Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Jo, ein bisschen Materialschaden, aber das Ding ist sowieso völlig zum Austausch. Die Wahl war jetzt nach dem Abendessen See oder wir suchen uns eine Burgruine. Ja. Und das mit Burgruine ist viel romantischer. Den See sieht man übrigens von da. Ja, der wäre da drüben. Da wäre was gewesen. Was steht für morgen an? Ich glaube, wir haben so, du hast 300 Kilometer, wir werden 100 Kilometer haben. Wir machen morgen auf Axelheim, es ist dann Sonntag. Ja. Wir hatten dann ein geiles Wochenende bei fast 41 Grad. Es war echt warm heute. Ja, war wirklich scheiß warm. Aber wir haben einiges gesehen und ich denke, wir werden wieder mal von hier senden. Das hat mich richtig abgeholt. Also, ich danke euch fürs Video, dass ihr es angeschaut habt. Bleibt am Ball, liked uns in liked uns in Instagram, Facebook und wo auch immer. Tinder? Geht das nicht? Ich habe noch keinen Account in Tinder. Wenn ihr wollt, schreibt es unten hin. Das will keiner. Will keiner. Das will keiner. Will keiner, dass ich einen Tinder-Account habe, dann schreibt das trotzdem unten hin, dass ich keinen Tinder-Account brauche. Meine Frau will es auch nicht. Soll ich sowas rausschneiden oder dünn? Du verarschst ihn total. Das ist ganz schlimm. Du hast angefangen. Nee. Ja, okay. Quatsch. Raus bei dem ganzen Ding. Warum wackelst du beim Filmen so? Klappe, Abspann, die 25. Dann Daumen hoch bei YouTube, abonniert uns. Ich muss extra so drehen, weil die Fingernägel sind so dreckig. Weiß jemand, wie die Ruine heißt? Danke. Wie heißt die Ruine?